So, liebe Leute, grüße euch, habe die Ehre und willkommen zurück zu Bioshock 2 Remastered Platin. Ich bin jetzt wieder auf den anderen Account gewechselt. Ich hoffe, das Durcheinander war nicht zu sehr. Ich habe da an der Stelle mit dem anderen Account aufgehört, wo ich hier stehen geblieben bin. Das heißt, wir waren als letztes hier bei Therapie. Und jetzt müssen wir hier zur Infirmary wieder rein. Da haben wir das letzte Waffen-Upgrade bekommen. Sorry nochmal, Freunde, für das ganze heillose Durcheinander. Ich konnte aber, beziehungsweise ich kann mit dem anderen Account nicht fertig spielen, weil ich bis zum Anfang von Persephone auf einfach gespielt habe und erst dann auf schwer umgestellt habe. Das würde bedeuten, ich würde die Schwierigkeitsgrad-Trophäe schwer in dem Run nicht bekommen. Hier kriege ich sie, weil ich hier das ganze Spiel auf schwer gespielt habe. Allerdings hat sich da schon wieder ein Problem eingeschlichen. Ich hoffe, ich kann es noch fixen. Wenn ihr euch erinnern könnt, im letzten Part habe ich bereits die Trophäe bekommen, dass ich alles erforscht habe. Da habe ich nämlich 71%, hier habe ich nur 70%, weil es mir hier noch nicht gelungen ist, die Big Sister vollständig zu erforschen. Hier steht es, Forschungsexperte. Auf dem anderen Account habe ich es, hier habe ich es nicht. Meines Wissens nach kommt noch genau eine Big Sister. Und das ist ganz am Schluss. Wenn ich es da nicht schaffe, die zu erforschen fertig, dann habe ich ein riesengroßes Problem. Dann kriege ich weder mit dem Account die Platine noch mit dem anderen die Platine. Was allerdings jetzt bedeutet, um auch nur mal sicher zu gehen. Ich schaue mir jetzt mal die ganzen Toniken an, die ich irgendwie noch dabei habe. So was ich nicht mehr brauche, ist stolze Eltern. Ich werde jetzt alle Toniken ausrüsten, die mir helfen beim Erforschen. So, jetzt haben wir scharfer Beobachter 1 und 2. Ah. Elementarsturm, Ramone. Was haben wir denn alles? Hackers Delight 2, Elektrohaut, Cure All, Verkaufsexperte. Längerer Dreh, das brauche ich unbedingt. Habe ich längerer Dreh 2 vielleicht? Ne, habe ich nicht. Ups, längerer Dreh. Mehr Zeit verbringen, ganz wichtig. Ja, Eve-Experte. Elektrohaut und natürliche Tarnung bleibt drin. Hier Bohrerkraft 2 brauche ich ehrlich gesagt auch nicht wirklich. Aber ansonsten habe ich jetzt eigentlich nichts dabei, was mir irgendwie hilft, die Big Sister noch schneller zu erforschen. Elementarvampir. Obwohl, müsste ich eigentlich bekommen haben, Elementarvampir? Kriege ich eigentlich nur, wenn ich die Big Sister komplett erforscht habe. Irgendwo ist ein Fehler drin. Vielleicht habe ich einen Trophy Bug. Das kann auch sein. Elektro Cure All, Verkaufsexperte fordert, das ist, naja, vorsichtiger Hacker, Elementarvampir, Elementarsturm, Bohrkraft 2, ist wurscht, machen wir Bohrkraft 2 wieder rein. Ja, mir bleibt nur zu hoffen, dass ich die Trophy noch bekomme, Freunde. Mehr kann ich nicht tun. Schaue ich nochmal zum Gatherer's Garden, ob ich mir da nicht irgendein Tonikum leisten kann, was mir da noch helfen könnte. Nein, definitiv nicht. Und ich habe auch bemerkt, reichlich spät, ich brauche dringend ein neues Headset und ein Mikrofon. Es rauscht wie Sau. Die Zischlaute meinerseits S und Z und so weiter, das ist richtig lästig. Miserable Tonqualität, dafür entschuldige ich mich, Freunde, aber ich habe es einfach nicht checkt. Auch bei Bioshock 1, ne? Und davor ohne. So, hier, ihr könnt euch erinnern, hier sind wir schon gewesen, nicht wahr? Mein Headset gibt bald einen Geist aus, wenn es so weitergeht. Ja, hier waren wir schon.
kurz ein bisschen eine Dusche nehmen. Aber ich hoffe echt, dass das mit dem Zusammenschneiden klappt bzw. geklappt hat, wenn das Video online ist. Neun erkannte Stellen alles nochmal hochladen, habe ich ehrlich gesagt überhaupt keine Lust drauf. Gönnen wir uns noch ein paar Fallnieten. Ob wir sie brauchen, sei mal dahingestellt. Eine Leiche eingepfercht, na ja, gut. Naja, aber soweit sind wir alles voll mit Munition, das ist okay. So. Ja, genau. Hier sind diese einzelnen Zimmerchen. Aber hier sind wir auch schon gewesen, nicht wahr? Ja. Genau. Jetzt geht's hier weiter. Wenn du fertig bist, gib mir wieder ein Signal, wie vorhin. Drück den Rufknopf. Ich gebe dir jetzt schon ein Signal, Mädel. Dann gehe ich weiter. Weil ich dich brauche, um gegen die Gegner hier zu kämpfen. Sie wollen uns die Kinder wegnehmen. Das ist richtig. Aber wegnehmen klingt so böse. Ich bin eigentlich eher der Meinung, ich befreie sie von euch. Oh, Eleanor, du bist so gut. Eleanor, du bist so gut. Das war ich, Eleanor. Bleib so mal chillig hier. Werksfabrikant. Eleanor fetzt einfach nur noch. Ah, da haben wir noch einen Houdini. Wo ist denn der jetzt? Achso, nee, das ist kein Houdini, das ist Eleanor. So, haben wir hier oben noch irgendwas Interessantes? Nur Houdinis, Bleister, Bandagen. Ein Fass, was wir nicht benötigt haben. Hier können wir noch. Ja, ein Heck. Machen wir noch. Ah. Hey, Eleanor. Ach, Schatz, ja, das ist ja klasse. Ja, und nu? Wo ist der Schalter? Ich muss den Schalter betätigen, nicht wahr? Die Gegner müssen alle geplättet sein, also normalerweise. Hm. Ist ja merkwürdig. Rechts neben der Tür. Andi, mach die Augen auf. Ich habe eine neue Brille auf, also Mist, also da gibt's keine Ausreden, nicht wahr? Ich kann das Wasser verdampfen und wir können weg. Wir müssen zur Dockplattform, Vater. Rasch! Hurtig, hurtig. Gut. Boah, ich hoffe echt, dass das mit der letzten Big Sister noch klappt. Ansonsten habe ich eine große Problematik. Hier Leichen, das haben wir alles, da brauche ich mich gar nicht wichtig machen, die Fotografien. Das ist alles für die Tonne, ja, hier Cola, das können wir noch. Ja. Aber nichts Brauchbares, ne. Du hast Eleanor den freien Willen gelassen. Ja. Und jetzt verbreitet sie ihn unter diesen Unschuldigen wie eine Seuche. Selbstbewusstsein ist ein Fluch, Delta. Du stürzt sie in Verdammnis. So, wenn man einen freien Willen hat, stürzt man jemanden in Verdammnis. Das ist eine sehr interessante Sichtweise. Aber damit kann ich nicht anfangen. So, Brutspleißer ist erledigt, ne? Ja, Brutspleißer ist erledigt. Ja, dann bleibt wirklich nur noch hier die Big Sister übrig. Auf dem Account. Das ist so schlecht. Oh. Thank you.
Ja. Theoretisch. Ich steige jetzt in den Ballasttank, Vater. Komm hoch zu dem Glas, wenn ich anfangen kann. Wenn wir loslegen, gibt es kein Zurück mehr. Interessant. Du willst meine einzige Tochter aus ihrem Heim und ihrer Familie herausreißen, um sie an eine Welt ohne Hoffnung zu verfüttern. Und wenn die Hoffnung stirbt zuletzt, heißt es immer. Also, Schnauze. Alle in den Tod. Leb wohl, Eleanor. Mutter wird auf dich warten. Ja, ist gut. Da kommen sie, Vater. Halt sie in Schach, bis ich das Wasser zum Verdampfen bringe. Kommt jetzt noch Big Sister oder ne? Hey. Ab, Mann. Wo denn, wer denn, was denn, wann denn, wie denn, warum denn? Es verdampft. Jetzt kann ich dir im Kampf helfen, Vater. Benutz das Plasmid. Ballern! Irgendwo noch Houdini, hä? So, ich muss da nochmal einkaufen. Weil es wurscht ist. Sorry, Eleanor, war keine Absicht. Ich hab's geschafft, Vater. Das Ballastwasser ist weg. Entriegle den Andockmechanismus. Jetzt mal meine Ruhe. Ja, gut. Sieht brauchbar aus. So, jetzt muss ich da was entriecheln. Jetzt kaufen wir aber erst nochmal, weil es wurscht ist, Nieten. Und, nee, ich möchte noch Eve kaufen. Das müsste unten sein. Da müsste der normale Automat sein. Ja, ey. Oh, da erschreckt mich nicht, Eleanor. Passt so, Hauptsache wieder voll. So. Der Aufzug zum U-Boot ist gefüllt.
geflutet, Vater. Ja. Wir müssen den Druck ausgleichen, sonst kriegen wir die Tür nicht auf. Zerbrich die Glasröhren, um den Raum zu fluten. Alpha-Serien, komm her, da Penner. Ey! Kommen die unendlich jetzt? Das kann ich aber gar nicht gebrauchen. Mit den Kohl. Was muss ich zerbrechen? Wo muss ich es zerbrechen? Flute die Dockplattform, ja, und wie soll ich das anstellen? Zur Hölle? Leute, ich habe leider vergessen, wie das geht. Okay. Wir haben es geschafft, Vater. Wir Mei, bin ich ein Idiot. Schnell zum Aufzug. Okay, jetzt hoffe ich wirklich nur noch, dass es mir gelingen wird, eine Big Sister zu fotografieren. Auf zur Oberfläche. Die Bomben, Vater. Wir stürzen ab. Renn! Nee, anscheinend habe ich's verkackt. Mistverfluchter. Und dann, Vater, war der Traum von Rapture ausgeträumt. Du hast mir beigebracht, dass Böse nur ein Wort ist. Näher betrachtet ist es einfach ein Schmerz. Für dich, Vater, war Mitleid ein Sieg. Du hast dich geopfert, du hast gelitten und wenn sich die Gelegenheit bot, hast du vergeben. Immer. Mutter glaubte, diese Welt sei rettungslos verloren, aber sie hat sich geirrt, Vater. Wir sind Utopia, du und ich. Und indem wir ihr vergeben, lassen wir ihr die Tür offen.
Es hätte eigentlich noch eine Big Sister erscheinen müssen. Das ist jetzt ziemlich behindert. Raptures Traum ist ausgeträumt. Aber im Erwachen werde ich neu geboren. Die Welt ist noch nicht bereit für mich. Aber hier bin ich. Die Gefahr wäre groß, sie falsch einzuschätzen. Du bist mein Gewissen, Vater. Und ich brauche dich. Du musst mich führen. Tja, Leute, ich hab's verpasst, die Forschungstrophäe zu bekommen. Mit dem Account. Keine Platin möglich. Du wirst jetzt immer bei mir sein, Vater. Deine Erinnerungen, das, was dich antreibt. Fuck. Und wenn ich dich brauche, wirst du mir über die Schulter ins Ohr flüstern. Das ist ärgerlich. Wenn Utopia kein Ort ist, sondern ein Volk, dann müssen wir sorgfältig wählen, denn die Welt wird sich ändern. Und in unserer Geschichte war Rapture erst der Anfang. Tja, Freunde. Was soll ich sagen? Ich konnte die Platin wegen einer Trophy nicht abschließen. Mit dem anderen Account habe ich sie, mit dem Account habe ich sie nicht. 98%, weil ich es nicht geschafft habe, alles zu erforschen. Das heißt, das müsste die Big Sister sein. Ich werde jetzt das Spiel nochmal laden. Und zwar den Persephone-Außenbereich, Freunde. Ich habe nämlich Gott sei Dank noch einen zweiten Speicherstand. Ich bin jetzt wieder ganz am Anfang von Persephone. Wir haben alle Trophäen, bis auf die scheiß Forschungstrophy. Ich hoffe, ich kann sie jetzt fixen. Gut, dass ich einen zweiten Speicherstand habe. Meine Fresse, was ist denn das wieder für heilloses Chaos, Andy? Du bist so scheiße. So, jetzt schaue ich aber noch in die Option, ob da ja alles passt. Weiter Chamber aus, Schwierigkeitsgrad schwer. Okay, Freunde. Ich spiele jetzt nochmal bis zur Big Sister. Ach, so ein Dreck. Da, komm schnell. Ich sitze in einem Käfig fest. Irgendetwas stimmt nicht. Bin schon unterwegs. Ich frage mich, Delta, weißt du, warum du hier bist? Hast du überhaupt eine Ahnung, was meine Tochter... Ja, die muss man natürlich auch wiederholen, ist klar. Wenn ich dich jetzt so ansehe... Gut, die Trophys haben wir, das ist jetzt nicht das Problem, ne? Du glaubst immer noch. Naja, drauf geschissen, es hilft jetzt eh nichts, Freunde. Mir hilft jetzt das ganze Jammern nichts. Ich muss versuchen, irgendwie nochmal eine Big Sister zu fotografieren. Und natürlich auch einen Brute Splicer. Der ist ja auch noch nicht vervollständigt.
Sorry, die kommen jetzt gleich. Das ist sie, mein Junge. Eleanor Lamb. Egal, was du jetzt empfindest, jetzt geht's ums Ganze. Mach diesen Käfig auf. Sie kommt mit uns. Ja, ja, ich weiß schon, ich weiß schon. Dieser Tank, in dem sie ist, benutze die Steuerung, um die Quarantäneverriegelung aufzuheben. Lass dir Zeit, lass dir Zeit, lass dir Zeit. So, hier kommen zwei Big Sister. Soweit so klar. Wie wird sie uns in Erinnerung behalten nach diesem Moment? Ich habe meine Schachzüge ausgeführt, wie erwartet, und du auch. Ist es das, was sie gehofft hat? Mutter und Vater sehen sich über sie hinweg in die Augen. Doch wir sind immer noch blind. Leb wohl, Subject Delta. Und fasse Mut, denn zumindest du bist deinem Vermächtnis entkommen. Ich glaube, das wird nichts, Freunde. Ja! Ja! Alter! Freunde, ich habe mehr Glück als Verstand. Boah, Vampir. Mein Gott, habe ich ein Glück, dass ich den letzten, den Autosave nicht überschrieben habe. Leute! Boah! Mann, war das scheiße. So, raus hier. Oh, meine Fresse. Ich hab die Platin, Freunde, aber frag bitte nicht wie. Boah, ich konnt's zum Glück noch fixen. Die letzte Big Sister, weil ich den Autosave nochmal laden konnte von Persephone und ich den Gott sei Dank nicht überschrieben habe, das Äußere von Persephone. Boah, das wäre jetzt richtig übel gewesen. Also Freunde, boah. Also, es war mehr schlecht als recht, ich weiß. Ein heilloses Durcheinander, zwei Accounts mit dem Alternativ-Account habe ich die Trophäe früher bekommen, dass ich alles erforscht habe. Ich konnte aber nicht zu Ende spielen, wegen der Schwierigkeit, ne, wegen dem Schwierigkeitsgrad, weil ich bis Persephone auf Easy gespielt habe, um das, was mir flöten gegangen ist, nachzuholen. Alter Schwede. Dann habe ich das Spiel abgeschlossen, auf schwer, ohne Vital-Chamber. Hab aber die Big Sister mit dem anderen Account nicht vollständig erforscht gehabt. Konnte zum Glück den Autosave vom äußeren Persephone nochmal laden und die letzten beiden Big Sister nochmal erforschen. Alter Schwede. Freunde, ich hoffe, euch geht's nicht so wie mir. Erforscht früher. Macht euch. Macht, tut euch den Gefallen. Wie dem auch sei, es war alles andere als perfekt. Vor allem die letzten paar Parts. Aber ich konnte es zum Glück noch fixen. Das wäre jetzt richtig bitter gewesen, hätte ich nochmal komplett von vorne auf schwer beginnen müssen. Musste ich Gott sei Dank nicht mehr. Nehmt euch daran bitte kein Beispiel. Auch wenn es vielleicht jetzt ein bisschen spät erscheint, überspeichert euch nicht die Autosaves, falls ihr die nochmal braucht, um das
letzte Gebiet neu zu laden, wie bei mir jetzt, ne? Da hatte ich jetzt wirklich extremes Glück. Gott sei Dank. Es hieß zwar im englischen Bioshock-Wiki, dass wenn man kurz davor ist, abzuhauen aus Rapture, also wenn die Little Sisters und Eleanor das Wasser verdampfen, dass noch eine Big Sister erscheint. Ich habe jetzt aber keine gesehen. Vielleicht hätte ich noch länger gegen die Brood Splicer kämpfen müssen und gegen die Alphas. Ich weiß es nicht. Vielleicht wäre da noch eine Big Sister erschienen. Ist mir jetzt nicht gelungen. Scheiß drauf, Freunde. Auch wenn es, wie gesagt, alles andere als optimal war. Platin ist abgestaubt. Ich mache jetzt erstmal eine Pause. Irgendwann kommt dann noch Infinite, hoffentlich. Da muss ich aber erst noch mal schauen, wie ich es mit der Musik anstelle. Nicht, dass ich da Urheberrechtsprobleme bekomme, denn die Musik von Bioshock Infinite und das Gesinge, wie Will the Circle Be Unbroken oder Irene Goodnight, ne? Das trägt schon sehr zur Atmosphäre bei. Das will ich eigentlich nicht ausschalten. Hoffentlich ist es dann hier urheberrechtstechnisch unproblematisch. Aber das erst in der Zukunft. Gut, Freunde. Nochmal tausendmal Entschuldigung für dieses Chaos. Trotz alledessen habe ich die Platin bekommen. Ich wünsche euch viel Spaß und Erfolg weiterhin mit Bioshock 2 Remastered. Ich hoffe, bei euch geht's nicht so chaotisch ab wie bei mir. Danke, dass ihr da wart und hoffentlich bis nächstes Mal. Ciao, bei dir, servus. Meine Fressernde.